Hallo, schön, dass du auf meinem Kanal bist. Heute möchte ich gerne Datteln Muffins zubereiten. Dazu benötige ich 200 Gramm Datteln entkernt, 200 Milliliter Milch, die ich später noch heiß mache, ein Teelöffel Natron, 80 Gramm Butter, 150 Gramm Zucker, kann man auch braunen Zucker nehmen, 2 Eier, Mehl, 180 Gramm, eine halbe Tüte Backpulver und eine Prise Salz. Zuerst erhitze ich die Milch, um dann die Datteln und das Natron dazuzugeben. Das püriere ich dann. Dann extra die Butter mit dem Zucker cremig schlagen und die Eier nach und nacheinander hineingeben und mixen. Das Mehl, Backpulver und Salz mische ich vorher und hebe das dann unter die Masse drunter. Dann das Ganze abbacken. Bei 175 Grad ungefähr 20 Minuten. Ich mache hierbei den Zahnstochertest. Viel Spaß beim Zusehen. Die Milch hat jetzt gekocht. Jetzt gebe ich die Datteln dazu. Die Datteln müssen jetzt 10 Minuten durchweichen. In der Zeit nehme ich meine Eier und den Zucker und die Butter und werde das verquirlen. Hier haben wir jetzt die Datteln, Milch und Natron. Das wird gleich püriert. Und hier die Butter und der Zucker. Und danach gebe ich gleich die Eier dann dazu. Die Buttercreme, die Dattelcreme. Die Dattelcreme habe ich jetzt zu der Buttercreme dazugegeben, mische das und dann kommt die Mehlmischung dazu. So, der Teig ist jetzt fertig und jetzt kommt er in die Förmchen. Ich fette die Förmchen ein bisschen ein mit Butter. Förmchen dreiviertel voll, weil ich ja davon ausgehe, dass sie noch doppelt so hoch werden. Und ab in den Backofen.